Hallo aus dem Web 45. Heute einmal Hyundai i30N Lenkrad. Wie ihr seht, haben wir das Lenkrad hier einmal schon von dem Hyundai i30N komplett zerlegt. Es ist also nicht mehr viel dran. Und auf Kundenwunsch besatteln wir dieses Lenkrad jetzt mit Lochleder an den Seiten, Alcantara oben und unten. Und zusätzlich bekommt das Fahrzeug oben nochmal eine 12 Uhr Markierung in Weiß. Das Ganze wird mit blauen Nähten versehen in Performance Blue. Das heißt, die Ziernähte, wie ihr sie kennt, unten am Lenkrad, beziehungsweise auch der Airbag wird von uns mit Alcantara bezogen, dementsprechend auch mit Nähten verziert. Der Pralltopf, der hinter dem Lenkrad sitzt, den werden wir dementsprechend auch einmal anpassen mit Alcantara und den farbigen Nähten, sodass wir wirklich hier ein stimmiges Bild haben. Das Lenkrad wird von uns auch aufgepolstert, dass ihr auch dementsprechend mehr in der Hand habt oder mehr Lenkrad in der Hand habt, viel mehr. Ja, das erstmal dazu. Im Anhang findet ihr von uns ein kleines Video, eine Bildergalerie, wo ihr seht, wie das fertige Ergebnis aussieht. Ich wollte jetzt halt nur nicht einfach wieder ein Video hochladen, wo ihr einfach nur so eine Bildergalerie seht, sondern wollte euch dementsprechend auch nochmal eine kleine Information dazu geben. Ja, seid gespannt. Das Ergebnis ist wirklich wie immer sagenhaft und auch total einladend. Wenn euch unser Kanal gefällt, abonniert ihn bitte. Teilt ihn, Facebook, Instagram, YouTube natürlich. Wir freuen uns über jeden Zuspruch. Und jetzt geht's los. Im Anhang findet ihr natürlich jetzt unsere Fotogalerie. Viel Spaß beim Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Web 45.